Hey, liebe Leute, willkommen zu einem kleinen, aber wirklich klitzekleinen Infovideo. Und zwar sprechen wir heute über Dragon Ball Xenoverse 2. Gestern um 16 Uhr ist ja der offizielle Ankündigungstrailer erschienen. Und ich habe ihn für euch mal hier reingepackt in der, also hier oben links oder rechts. Mal schauen, wo wir es hinmachen. Könnt ihr draufklicken, könnt euch den Trailer komplett bei mir nochmal angucken. Wenn ihr jetzt die andere Analyse sehen wollt, bleibt einfach hier. Wir gehen jetzt den Trailer Schritt für Schritt durch. Natürlich kommt das obligatorische Intro, beziehungsweise der obligatorische Anfang, Bandai Namco Entertainment Inc. Presents. Und dann sieht man auch schon die neue Welt. Natürlich macht Dims auch mit. Dims, ein sehr, sehr großer Name in der Dragon Ball Welt, in der Dragon Ball Spiele Welt. Sie haben ja unter anderem seit, glaube ich, 2002 mitgemacht in der Budokai-Reihe, dann Final Bout 3 haben sie ein bisschen was mit dazu gemacht. Budokai 2 natürlich, Burst Limit haben sie mitgemacht und natürlich auch bei normal Xenoverse 1. Also es ist schon eine große Hausnummer, vor allen Dingen Budokai ist natürlich Meilenstein gewesen damals in der Dragon Ball Gaming-Reihe. So, jetzt gehen wir mal weiter aufs Video ein. Wir sehen ja natürlich das neue Gebiet. Diese riesengroße Statue zeigt den Hauptcharakter von Xenoverse 1 an, also diesen, wenn man sich keinen gebaut hat, wurde dieser immer in allen Videos gezeigt und der wurde so als Pendant zum selbstgemachten Charakter genommen. In dem nächsten Video sieht man schon vielleicht ein neues Feature, dass man durch die Welt, durch die Map fliegen kann. In Xenoverse 1 war es ja so, dass man extrem langsam sich auf dieser Map bewegen konnte. Doch hier scheint es so, als ob man sich über diese Map fliegend bewegen könnte. Das wäre natürlich ziemlich cool, sieht bestimmt ziemlich geil aus, wenn da hunderte, 200 Leute quer durch die Map fliegen. Hat bestimmt was. Wir schauen mal. Hier seht ihr jede Rasse. Also es gibt wieder anscheinend bis jetzt nur die 5, wie immer. Es gibt die Buu, die Namekianer, Saiyajins, Erdlinge und die Freezer-Rasse. Und leider irgendwie nichts Neues. Sieht man den Charakter auf einem Pilz stehen. Auf diesem Pilz, denke ich mal, kommt man nicht einfach nur durchs Laufen hoch, weil man konnte ja springen. Doch springen konnte man. Aber man konnte nicht so hoch springen. Die neue Welt sieht natürlich viel lebendiger aus und nicht so statisch und städtisch wie die anderen. Unsere Mission ist natürlich wieder, die Vergangenheit zu verbessern oder zu verändern. Und da sieht man auch schon einige Ausschnitte. Zum Beispiel sieht man Tarlis. Tarlis sieht man, ja. Tarlis, da sieht man Lord Slug. Zwei Charaktere aus Filmen, die man sehr selten in Dragon Ball Spielen bis jetzt gesehen hat. Ich glaube maximal in Budokai Tenkaichi 3. War das einzige Mal, wo sie ihren Auftritt hatten, auf einem Spiel von Dragon Ball. Dann sieht man natürlich neue Attacken, oder beziehungsweise die Attacken wieder, wie Vater-Sohn-Kamehameha, Super Genki-Dama und. Und es geht natürlich wieder darum, Vergangenheit zu retten. Weil sie wieder verändert wird vom Zeitsoldaten. Wir sind ein Zeitsoldat und müssen die Zeit wieder in Ordnung bringen, weil böse Zeitsoldaten das kaputt machen. In der Vergangenheit hat natürlich Freezer Bardock getötet, ist auch wieder dabei, sehr schön. Und in der Zukunft sieht man eine sehr geile Szene von Trunks und Son Gohan. Kennt jeder, der den Film, die Geschichte von Trunks, glaube ich, heißt die oder sowas, kennt, weiß, wie episch dieses Bild ist und diese Szene ist. Problem finde ich aber ist, ich habe mich beim ersten Mal sehen darauf gefreut, oh, endlich, der Zukunfts-Gohan ist dabei mit seinem einen Arm, mit der Superattacke. Guckt man sich aber das Bild genau an, sieht man, dass Gohan nachweisbar noch beide Arme hat. Deswegen etwas schade. Grafisch mäßig sieht es natürlich absolut Bombe aus, sieht aus wie, ja, wie die Serie an sich. Einfach nur super gezeichnet, super geil gemacht in Xenoverse 2. Wir sind natürlich gespannt, was kommt. Und Xenoverse 2 kommt voraussichtlich 2016 in den Handel. Laut einem Screenshot zufolge, der letztes Jahr veröffentlicht wurde, soll es im Juni 2016 schon in Nordamerika rauskommen. Wann es in Europa rauskommt, ist leider noch nicht bekannt. Wir hoffen auch mal, oder beziehungsweise ich gehe mal stark von aus, Oktober, November 2016 werden wir es in unseren Händen halten können. Es kommt für Xbox, PS4 und PC.
Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte mal einen Kommentar, ein Like und ein Abo da. Sollte ich irgendwas vergessen haben, tut es mir leid. Ihr könnt eure Meinungen, eure Einschätzung zu dem Trailer bitte mal in die Kommentare posten. Würde mich sehr darüber freuen. Und ja, bis dahin würde ich sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal bei mir. Ciao!